Hallo, meine rennfahrerischen Felsenhüpfer und herzlich willkommen zurück zu weiteren Leuchtig-Flowsing-Ründchen hier bei SnowRunner. Ich habe euch mal heute den Weg erspart, zurück jetzt bis hierhin zum Smithville-Tastwerke, weil auch jetzt die Nacht schon wieder drin war. Ich dachte, okay, komm, fährst du ein bisschen, wir haben es jetzt, glaube ich, 2 Uhr in der Nacht gerade noch. So, dass du in die Nacht ein bisschen rumkriegst, dass man dann halt wieder frisch einen neuen Tag starten kann. Und genau, deswegen habe ich jetzt meinen Lodi Hoodie erstmal hierher gebracht. Der hat jetzt erstmal seinen Job hier erledigt. Als nächstes, glaube ich, müssen wir jetzt... okay. Sag mal, hatte ich nur einen Anhänger von den einen? Oder hatte ich nicht noch einen zweiten Anhänger von den Hübschen, den einer meiner... Zoffs fährt. Ich würde mich mal überlegen, wo hatte ich den noch irgendwo einen abgestellt? Ich glaube nicht, ne? Bin jetzt gerade arg am Überlegen, weil ich weiß, ich hatte noch was gehabt. Und dann haben wir noch den Service-Anhänger, den müssen wir auch nochmal nutzen. Habe ich irgendwo noch einen Anhänger stehen lassen? Kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie einen von denen da habe irgendwo stehen lassen. Müsste mal die ganzen Dinger da wegmachen. Scout-Pritschenwagen, ein Rennen mit Regen. Oh Mann, dieses Wetter. Berichten zufolge ist die Straße zur Farm fast weggespült. Du musst dich sofort auf den Weg machen, bevor es zu spät ist. Wir zählen auf dich. Erreiche die Farm. Ach, das ist das Ding hier drüber, aber. Zip. Das kann ich auch nur mit ihm machen. Damit ich da durchkomme, brauche ich den Dicken. Da kann ich nicht mit dem Scouty-Howdy fahren. Also ist meine Interpretation dazu. Ne? Okay, hier ist er auch nicht. Hatte ich nur einen von den Anhängern gekauft? LO-Pritschenauflieger? Hatte ich den nicht weggelöscht? Doch, da ist er. Guck mal, da steht er doch. Ne? Das ist er doch, der. Nee. Precepless? Doch, das müsste der sein. Nee. Blue Precept. Habe ich echt nur einen davon da gehabt? Das ist jetzt doof, weil dann kann ich nicht das so machen, wie ich das wollte. Wir haben ein Problem mit der Lieferung mit Ölfässern, das ist im Wald stecken und wir sind knapp dran und brauchen das Öl so schnell wie möglich. Fahr hinaus und bring so viele Fässer, wie du finden kannst. Einmal. Aber wo sind die Ölfässer? Hä? Oder ich muss einfach nur was zur Fassrampe bringen. Das ist jetzt, bin ich gerade gefragt, mich überfragt. Ich soll ja hier was hinbringen. Weißt du, was wir machen? Ich überlege mir gerade, wir werden jetzt einfach ganz gemütlich. Wir machen heute erstmal wieder einen gemütlichen. Ich werde erstmal die Fahrzeuge hin und her bubbeln, weil die sind dann doch ein wenig arg verteilt. Und da wir hier eh nochmal herkommen, werden wir hier auch auf jeden Fall nochmal die die Tankanhänger irgendwie mal einsammeln. Weil wir auch davon 2 haben. Und ich würde jetzt sagen, wir fahren jetzt erstmal schnurstracks hier runter. Schnurstracks hier rüber, dann dorthin, dann löschen wir den ein, dann fahren wir da und dann fahren wir dort. Wir machen heute erstmal wieder ein wenig Ziehzeigen und sowas, weil wir die Fahrzeuge sind jetzt erstmal wieder alle verteilt. Ne? Also wir haben jetzt wieder zig Fahrzeuge überall, die müssen jetzt wieder alle so weit ranbringen, weil ich auch den Anhänger jetzt meinem... Warte mal, was bist du da eigentlich? Bist du da noch irgendein wichtiger Anhänger? Nee, bist du nicht... Ah, nee, okay, okay. Ich dachte, das wäre jetzt noch ein Anhänger gewesen. Wir müssen jetzt erstmal den Anhänger für unser Wettkampffahrzeug, weil mit dem hier können wir keinen Wettkampf fahren. Da sind wir uns jetzt, also wir können schon, ist wieder die falsche Formulierung, wir könnten schon, nur ich glaube nicht, dass das viel bringen würde, deswegen brauchen wir das andere Fahrzeug. Ich muss immer noch überlegen, ich müsste vielleicht mal den Western Star da aufbauen, damit wir vielleicht mit dem auch noch ein Fahrzeug hätten. Den wir dann nutzen könnten für den Wettkampf. Muss ich mal gucken.
Habt ihr gesagt, ich soll da mal ein bisschen gucken, das mal auswerten, Geschwindigkeit, Verbrauch, etc. pp. Leistung. Und dann werden wir das auch mal angehen. Ja, ich schaffe derzeit das alles nicht offline zu machen. Sonst ist das hier immer, was wir jetzt gerade machen, eigentlich in der Vorbereitungsphase drin. Aber ja, Arbeit, Familie, etc. und jetzt ja wieder intensivere Arbeit. Insgesamt, sage ich mal, ich arbeite zwar weniger von den Stundensätzen her, aber zum Bleistift, ich habe es ja einmal abends gemacht, eine Aufnahme nach der Arbeit. Ich bin noch trotzdem ein bisschen groggy, insbesondere wenn ich jedes Mal neue Läden anfahren muss oder erstmal suchen muss, etc. pp. Und das im Hauptstraßenverkehr und so weiter. Dann ist man am Abend doch schon trotzdem knüppel, müde und kaputt, aber nicht, weil es wirklich anstrengend ist. Weil es einfach wirklich nur eine Kopfsache, weil du musst dann halt gucken, das muss halt passen, muss halt aufschauen, etc. pp. Jeder, der allgemein Fahrzeug bewegt, der weiß, dass man ja schon so immer ein bisschen vorsichtig sein muss mit dem LKW, ja dann noch mehr. Und dann insbesondere zu den Hauptstoßzeiten in einer Großstadt. Und, ja, wenn du dann noch diese Ware sozusagen dahin liefern musst. Also an sich ist es eigentlich gar nichts. Aber ich muss nur sagen, dass die Packer da echt, also da beschweren sich die Fahrer, es beschweren sich die Märkte und die machen da ihr Ding durch, ey. Du hast da 1,80 Meter Höhe, was machen die? Brumm, fast 2 Meter. Du kriegst den gar nicht mehr in den Truck rein, weil hier oben schon an der Decke anstößt. Oder die bauen da raus. Ich hatte letztens witzigerweise, ey, das, ich weiß nicht, manchmal, als ob da Picasso arbeitet oder ein Da Vinci oder sowas. Da hatte ich echt letztens eine Palette, die sah aus wie so ein Atompilz. Unten so ein bisschen breiter, dann wird es ein bisschen schlank und dann wird es wieder so richtig schön so ein Pilzkopf. Da merkst du dich echt, sag mal, habt ihr Laune, habt ihr Langeweile? Dann hatte ich auch mal eine Palette, die sah echt, wenn du die Folie weggeschnitten hättest, hättest du dann Schneemann gehabt. Unten so ein bisschen breiter, dann kommt ein kleinerer und dann nochmal ein ganz kleiner oben drauf. Der Palettenschneemann. Also ich weiß nicht, also ja, das ist ja glaube ich bestimmt jetzt auch nicht gerade eine, ja, bearbeitet, wo du denkst, so, das füllt mich aus oder sowas. Mit manchen ja, aber vielen wahrscheinlich auch nur, es ist ein Job, den wir machen, damit wir Geld verdienen. Aber dennoch, die erleichtern ja, die erschweren ja jedem das. Den Mitarbeitern in den Märkten und uns ja auch. Insbesondere bei Trockenware ist es ja dann, boah, du Heilige, also warme Ware, Polo. Aber die ist ja dann wirklich teilweise zusammengebubbelt, ey. Aber das ist immer so der Hauptdings, der macht Regeln, aber vertritt, schafft es nicht mehr, das durchzusetzen, dass die Sachen so gebaut werden, wie sie gebaut werden. Also, das Interessante ist ja, dann hast du an den Märkten manchmal dann auch Damen, die sind, was sind sie dann, 1,60, 1,70, das Ding, die Palette 1,90 hoch. Und dann machen die das auch noch so, insbesondere hast du dann häufig hier bei Obst, Gemüse und Kuckagi, dass da unten die ganzen leichten Sachen sind und oben packen sie dann zum Beispiel eine komplette Rampe mit Kartoffeln. 1,90 Meter hoch und da drauf erstmal Kartoffeln. Die erschlagen sich ja bald alle selber. Also auch nicht mit Sinnhaftigkeit. Ich hatte gestern auch wieder so richtig dämlich zusammengelegt. Unten hast du ja die Getränkekartons. Ja, Getränkekartons. Und darüber packen sie dann die schweren Dosen und Gläser. Also eine Palette ist bei uns, als wir dann gestern gebracht hatten, eingeknickt und ein bisschen rübergefallen, aber war nichts kaputt. Denn die kaputte Palette musste ich sogar stehen lassen. Also ich habe die noch nicht mitgenommen. Da war nämlich schon eine Palette, da haben sie es so gut gepackt. Da ist jetzt an der Seite zwei Hafermilch, blablablas, sind da mal geplatzt. Und dann sowas nehme ich nicht mit. Also da bin ich rigoros, das ist mir dann auch völlig lax, was derjenige oder diejenigen dann da wollen. Ich fahre sowas nicht durch die Gegend. Und ich mache das da auch nicht rein, das ist nicht mein Job. Dann müssen sie die Kacke richtig ordentlich mal zusammenpacken. Und das ist, was mich halt ärgert. Aber ansonsten. Mittlerweile bin ich sogar, ich hatte am Anfang noch rumgemeckert wegen dem Obst und Gemüse. Also da kannst du ja wenigstens noch mehr was machen, weil die Obstgemüse kannst du dann noch mal umschichten oder sowas und nochmal einfolieren, dann geht das. Aber warte mit dem Thema Kohle einfach nicht machen kannst, wenn du da 10, 20, 30 Sechserpacks da von jedwediger Firma hast an Getränken, ja, dann mach das mal. 1 bis 1,5 Liter Flaschen pro Ding und dann hin und her schichten. Da musst du aber auch aufpassen, dass du, weil bei denen ist ja wirklich so ein richtiger Dominoeffekt dann teilweise. Dann ziehst du das Falsche
Habe ich schon gesehen bei einem. Der hat dann da einfach nur mal, der wollte dann nur recht weit oben eigentlich einen rausziehen. Dadurch ist aber die Stabilität etwas weiter unten auch nochmal in Frage gekommen, weil sie drinnen einen Hohlraum gebaut haben. Und dann sind so, dann lagen die ganzen Getränke überall verteilt. Das Problem ist immer nur, wir als Fahrer, wir haften ja dann erstmal dafür und dann heißt es ja, habt ihr gemacht, nehmt mal mit, müsst ihr bezahlen. Deswegen wundern sich auch viele Fialen dann immer so, die sind ja voll unfreundlich, die wollen die ja nicht bis hierher bringen. Naja, das Problem ist halt, wenn die Baldus abstellst, übergibst du es an den Markt und es ist vorbei. Schiebst du den das da bis rein, das fällt runter, könnte er dann immer noch sagen, nö, ist kaputt gegangen, nimmst du mit. Deswegen kann ich verstehen, wenn dann die Fahrer dann auch sagen, nö, mache ich nicht, keine Lust drauf. Wiederum muss ich ja sagen, viele Fahrer sind da extrem zu schnell beim Werken, bin ich der Meinung. Ach ja, genau, der war das. Aber den können wir eigentlich auch dann wegmachen. Shit, jetzt habe ich den aber noch mit, den können wir noch nicht wegmachen, weil der ist noch mit Tankung drin, ne? Der hat 100 pro noch zu viel Sprit drin. Und dann noch so viel Sprit. Ja. Ja. Den müssen wir noch stehen. Also mit Sprit werde ich ihn nicht löschen. Und ich weiß, das hat auch gar keiner gesagt. Nur die rauslöschen, die Sinn machen. Warte mal, war da oben noch eigentlich einer? Nee, ich glaube, da oben war keiner mehr. Na egal. Jedenfalls ist das alles, ist schon heavy. Und dann macht es immer noch Spaß. Aber hatte wieder mein Vorfahrer, war wieder recht spät drin und ich war dann bis fast 22 Uhr dann da wieder. Aber ich habe auch erst, glaube ich, gegen effektiv erst um 3 angefangen zu arbeiten. Dann ging das jetzt auch alles wieder. Aber ist immer nervig, weil ich habe dann wieder doch ein bisschen weiter früher dann Schluss oder auch der Versuch auf eine dritte Tour ist ja immer noch da. Weil eine dritte Tour wird bei uns immer noch mal extra entlöhnt. Als gar nicht knicken sowieso nicht planen. Die haben mich auch quer durch die Stadt dann von Norden, in den Westen, in den Süden, in den Mitte, in den Osten, in den Norden ist hier fahren. Wovon eine Station dann nochmal Lager war. Wo fährst du denn hin? Da hat der Boden nachgegeben, wa? Hat gewundert, wo der denn auf einmal ausbricht. Wir hätten uns, glaube ich, jetzt auch schon den neuen Truck dann da holen, aber ich habe mir überlegt, ich hätte mir jetzt keinen anderen Truck jetzt erstmal holen. Die wir haben, fahren wir jetzt erstmal, bevor ich mir eine 5-Achse hole. Weil ich bin jetzt erstmal mit den Trucks zufrieden und will jetzt erstmal ein bisschen Geld beibehalten. Also wir sind jetzt bei 140.000, das ist schon mal okay für meine Verhältnisse. Wir haben noch 6 Quests offen, 5% und dann sind wir hier durch. Und dann geht's in den Skoldoloschka. Auf den Tag bin ich dann auch nochmal gespannt. Wenn es dann ins Kaldor-Loska geht. Ich hoffe, ich habe dann, na gut, da müsste sich das ein bisschen ein wenig schneller funktionieren, weil wir dann da zumindest sagen können, ich habe schon meine Trucks soweit vorrätig. Das ist dann schon mal was, was einen weiterbringt. So, warte mal, Anhänger lösen vor. Den da mal rein. Nein, den da mal rein. Ja, ihr wisst schon, was kommt, ne? Ne, der reicht bei dem noch nicht. Der hat ja einen anderen Wende. Oh, ich liebe das bei meinem LKW, weil der eine Hinterachse mitlenkt. Ey, das ist so der Wahnsinn. Wie gelenkig so ein Ding dann doch einfach sein kann von LKW. Das ist schon toll. Reparieren, da. Anhänger lösen. Dann fahren wir den mal nach dort.
Oh ja. Oh, das ist schön. Das ist ein schönes Bild. Heute ist, wie gesagt, mal ein bisschen leichte Post. Heute gibt es nicht so viel dann zu sehen. Es ist einfach nur, dass wir dann loslegen können mit den Missionen. Wir brauchen den Anhänger für den anderen. Ich muss jetzt nicht den bis da reinfahren. Ich kann dann mit dem anderen eben entgegenkommen, sozusagen ohne Anhänger. Aber so, dass wir dann sagen können, es steht jetzt alles schon mal an einem Fleck. Du kannst die Mission in der nächsten Mal dann loslegen und dann passt das. Nennt man das immer bei Serien und so, das ist eine Filler-Folge heute. Das ist einfach eine Filler-Folge. Ja, warte mal. Ist ja einfach gut, wenn du vorher noch den Weg ganz kurz nach dahin aufnimmst, ne? Dass du dir einfach mal zeigst, wo fährst du hin, wo musst du lang. Ach ja. Huch. Ich bin immer noch in der Versuchung. Nächsten Monat kommt echt 404 London-Motte raus. Ich weiß natürlich nicht, ob die überhaupt, weil das ist ja schon stark, was sie daraus gemacht haben. Die werden wahrscheinlich das alles in englischer Sprache nur gesetzt haben. Ich hoffe, dass sie vielleicht eine deutsche Untertextübersetzung gemacht haben. Da würde ich mich ja daran trauen. Aber alles Englisch, ich glaube, das wäre bei meinem Sprachvermögen im Englischen, ich glaube, das wäre eine Katastrophe. Ich hätte schon Bock, wenn man das Fallout auszupacken. Also wirklich Bock. Aber Fallout 4, ich glaube, das ist überreizt einfach. Aber ich hätte schon wirklich Lust, das mal in dem Bereich dann auszupacken und dann loszulegen. Insbesondere, mag ich ja bei Fallout 4 den neuesten höchsten Schwierigkeitsgrad. Den damaligen habe ich ja gespielt, ich habe da auch einmal durchgespielt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, aber das war damals noch ohne den Survival-Aspekt drin, soweit ich weiß. Du konntest noch schnell reisen, du konntest noch nicht zwischenspeichern, aber du konntest schnell reisen. Ich glaube, das Essen und so war da damals auch noch nicht drin. Das haben sie ja dann später, so ein Survival-Aspekt. Ich hoffe ja, wenn sie Fallout 5 machen, und ich weiß ja, dass sie es machen, weil sie es ja schon gesagt haben. Aber ich glaube, wenn sie Fallout 5 machen, dass sie dann den Survival-Schwierigkeitsgrad gleich reinlassen. Ich fand den so cool. Ich habe den ja schon ein paar Mal angespielt, aber dann immer nicht weiter, weil einfach die Zeit dann nicht bleibt. Auch durch meine ganzen YouTube-Projekte dann, also ganzen drei, aber immerhin sind es immer 2 bis 3 YouTube-Projekte, ne, die du dann immer noch machen musst. Aufnehmen, rendern und so weiter. Und wie gesagt, hätte ich dann auf jeden Fall schon mal Bock drauf. So, wir haben jetzt hier das Michigan-Rennen. Heißt das, wir müssen ein Rennen fahren? Oder heißt das, was wir mal machen könnten? So. Hey, weißt du, was du eigentlich auch machen könntest, mein Kleiner? Löst doch das Ding einfach. Lass den doch kurz da stehen. So, Aufgabe anzeigen. Nicht weit von hier ist eine alte Trasse, die von Einheimischen für Rennen genutzt wird. Sie ist ziemlich holprig. Man muss unterwegs alle Flaggen erreichen. Meinst du schaffst das? Also mit dem Dicken hier glaube ich eher nicht. Ich glaube, das ist nochmal was für unseren Scouty. Ich glaube, das ist ja Scout empfohlen, ja, ja. Ich glaube, das ist nochmal was für unseren Scouty. Ich würde dann eher sagen, dass ich unseren Dings nehme und dann hier unten einmal lang tuckel und den dann hier hochbringe. Ja, das machen wir. Das tun wir. Aber sowas von tun wir das. Weil es lohnt sich jetzt nicht. So, warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wo hat denn der jetzt die Ankerpunkte?
Wenn ich jetzt so fahre. Ich muss dann erst gerade ziehen. Ja, das ist gut. Und kann ich den jetzt von da aus? Nee, ich müsste den noch ein Stück. Kann ich den jetzt? So, warte mal. Kann ich hier von da jetzt vielleicht nach da ziehen? Ihr wisst schon, was ich vorhabe, ne? Ich will einfach nur drehen und ich habe mich ein bisschen an die Tipps erinnert. Das Gute ist, ich will das jetzt gerade so machen, dass wir nicht zu... Das ist jetzt gerade nur dran, dass ich nicht zu heftig hier hin und her... Und flupp. Das ist jetzt nicht die ganze Zeit das Hin- und Her-Hagel. Das war jetzt mein Ziel gewesen. Meine Güte. Lalalala, wir fahren. Ja, ist noch am Morgen. Die Aufnahme mache ich wieder kurz vorher. Ich gucke mal, wenn es 4 Tage sind und ein bisschen Zeit bleibt, werde ich vielleicht mal eine Vorabaufnahmerunde machen. Ich dann einfach sage, ich mache einfach mal von allen 7 Folgen vor. Mit diesen ganzen Filler-Sachen drin auch natürlich, ne? Also sprich, dann gibt es Folgen, wo wir was machen, dann gibt es Folgen, wo wir nichts machen. Wie jetzt heute. Gut, das ist aber alles Dinge, die wir tun müssen. Und die gehören dazu. Wir müssen die Fahrzeuge ja nur mal hin und her bringen. Wir können ja nicht nur Story zeigen. In dem Sinne. Geht halt nicht. So ist ja ein Spiel nun mal nicht aufgebaut. Und genau so machen wir das nämlich. Ich glaube, ich werde das jetzt auch so allgemein auf dem Kanalprogramm dann lassen, dass ich dann alles zeige. Minimale Vorbereitung, wie wenn Nacht ist, dann kann ich irgendwo mal kurz hinfahren. Okay, ja, dann verstehe ich das, damit wir wenigstens ein bisschen was vom Tag haben. Ein bisschen was vom Tag haben. Das, ja. Aber alles andere... Nee. Lassen wir erstmal mit den ganzen Vorbereiten hier hinfahren, dort hinfahren. Dann weiß ich nicht irgendwann mal, wo mir der Kopf steht und dann passiert es, dass dann eher Aufnahmen entstehen, wo ich dann übermüdet bin und überreizt bin. Lieber gehe ich dann frisch ran ans Spiel, mache jetzt sowas hier, habe meinen Spaß dabei, weil das ist einfach gerade frisch. Und ich ärgere mich jetzt nicht, dass ja, das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt. Wenn das irgendwann mal in der Folge passieren sollte, kann ich gerne sagen, okay, dann eigentlich als Offline-Folge, dann nehme ich die halt nicht mit rein, habe ich da umsonst mal gequackelt. Das ist einmal schon passiert. Nee, anderthalb. Eine habe ich dann abgekappelt. Habe ich mich ja dann in die Bäume gesetzt. Genau. Das sind so die Dinge, worauf ich so ein bisschen jetzt den Wert nehmen möchte. Habe ich schon wieder gesehen bei Warheads, ey. Ich weiß, ich fange dann dort bei anderen Spielen noch an, aber es ist halt immer sehr interessant. Die haben ja jetzt auch nochmal so eine kleine Roadmap rausgebracht. Da sind ja auch dabei einige Games dann. Der nimmt aber immer irgendwie nur die Seiten, ne? Guck mal, jetzt macht er das. Die Roadmap da ist auch jetzt interessant. Da kommen auch nochmal 2 neue Sachen an. Was ich schade finde, ist,
muss ich ganz ehrlich sagen, das zieht mich schon ein bisschen runter, dass du jetzt eine eigene Taverne hast. Ich bin da denke, Mann, so viele haben jetzt geschrieben, mach doch mal sowas wie eine Burg oder was halt spezifisch hineinpassen oder so. Oder einen eigenen Base hast, wo du mehr Leute abstellen kannst, Tiere abstellen kannst, etppp, etcpp, so, etppp, etpete, etpete. Und jetzt kommen sie halt mit der Taverne. Wo ich sage, ja, okay, kann man machen. Aber Schiff, Taverne, sind jetzt so Dinge, worauf sie einfach, glaube ich, nur Bock hatten, das zu machen. Ohne dann mal auch auf die Leute, glaube ich, ein bisschen so zu hören. Weil ich glaube, ein Großteil, die würden sich ja schon so ein bisschen mehr noch darüber freuen, wenn du so eine Burg dann noch ready machen kannst. Und finde ich immer schade, wenn man sagt, so ein bisschen für Community. Also ich sag mal, so als ich als Spieleentwickler, ne? Wenn ich Spieleentwickler wäre, oder vielleicht bin ich ja auch nur, weil ich jetzt als Gamer halt bin, weil wer ist Spieleentwickler? Ich möchte ein Spiel raus, ich möchte, dass das Spiel ankommt. Dann gucke ich doch, was das Interesse auch im Großteil, also der Großteil, nicht alle, aber der Großteil der Community so interessiert. So, dann hatten sie eigentlich schon ganz gut Zahlen getroffen, finde ich. Und ich habe immer jetzt noch ein bisschen Berichte dann gelesen, das Spiel mal so kurz angeguckt mit Battle Brothers. Ist auch ein bisschen leichter alles als Battle Brothers und ist ein bisschen linearer, etcpp. Und dann haben sie sozusagen den Zahn getroffen. Und anstatt jetzt zu gucken, was gefällt denn den Großteil unserer Community, dass das Spiel noch mehr gehypt wird. Wo ich den anderen dann auch sagen würde, okay, warte mal, du kannst eine Burg jetzt handeln oder interessante Länder oder spezifischere Einheiten, zum Bleistift. Und würde mich auch mal interessieren, einen Armbrustschild zum Bleistift. Wäre auch interessant dazu. Auch coole Möglichkeiten zu sagen, Armbrustschütze hat. Wenn er startet einen Schuss und dann braucht er eine Runde, um zu laden. Sprich, du musst es dann halt immer noch mit hineinpacken in deine Berechnung. Wenn du den dann wieder schießen willst, muss er wieder laden, zum Bleistift. Hat dafür aber wesentlich höheren Durchschlagskraft, insbesondere je näher er ist, als der Bogenschütze. Oder, was ich jetzt auch noch nicht gesehen habe, Pikenträger hast du ja auch nicht, klar, die sind eher gegen Pferde, aber wenn du jetzt die Hoplitten nimmst noch, die haben ja auch gut gegen Infanterie gekämpft eigentlich. Also sowas halt wäre auch nochmal sehr interessant. Die Faustkämpfer war schon cool, aber es wären auch nochmal interessante Klassen so ein bisschen. Oder was ich auch cool finden würde, ich glaube, es war bei Kommandos gewesen. Ich glaube, weiß ich jetzt nicht mehr, eine Sanitäterklasse. Spezialisiert darauf, Einheiten zu heilen. Dadurch hast du ja nochmal einen interessanteren Taktikverlauf. Shit. So hast du nochmal einen interessanteren Taktikverlauf. Dass du sagst, so, pass auf. Wir haben jetzt da, ab sofort gibt es Sanitäter. ach ja. Sanitäter-Einheiten, auch beim Gegner. Der kann die Jungs wieder retour holen. Ist ja dann zum Beispiel relevant, wenn die schon gut Schaden bekommen haben. Dann heißt es für dich ja im Endeffekt auch ein Fokus auf die Sanitäter-Einheiten. Ein Bleistift. Wäre halt eine Möglichkeit. Also, man hat viele Sachen. Ich glaube, ihr seid da noch wahrscheinlich viel ideenreicher, als was ich noch habe. Aber das wäre halt so eine interessante Vermengung halt. Das ist jetzt nur alleine Klasse und Geschehen, ne? Ortgeschehen und sowas. Was man da machen kann. Ich glaube, da gibt es noch einiges, was du dann da auch noch anpassen kannst. Finde ich jedenfalls. Aber naja, mal gucken. Ich habe versucht, so viele Spiele derzeit
da anzubringen. Ich bin auch überlegen, ob ich Battle Brothers mal erpille. Aber dazu muss erstmal SnowRunner beendet werden. Obwohl ich schon auch wieder Bock hätte, weil ich ja auch schon einige geschrieben habe, was ja auch interessant ist, Kingdom Come Deliverance. Ich hatte es ja mal angezockt, aber ich bin da nicht wirklich weit vorangekommen und viel ist im Kopf jetzt auch nicht geblieben. Das wäre auch nochmal eine interessante Sache. Kingdom Come wäre auch nochmal cool. Es sind schon einige. Würde ich euch mal fragen, sollte ich da diesbezüglich mal eine Umfrage starten, so das nächste Großprojekt, was wir dann da mal starten sollen, wäre das was für euch so? Frage jetzt hier, ich jetzt noch einen anderen LPs dann mal gucken, auch nochmal machen, ob ich da nochmal eine Umfrage starten soll, dann müsste ich mir nur nochmal gucken, ob ich eine Umfrage mache, welche Spieler ihr gerne sehen wollt, dann könnt ihr mal die reinschreiben, eine größere Anzahl und dann könnte man das weitermachen. Oh, wartet mal. Ganz kurz, gleich wieder da. So. Ach, Mist. Wenn das Telefon klingelt, dann bin ich erstmal wieder out of game. Aber naja. Ja, also das sind so ein paar Ideen, die ich mir jetzt so gesammelt habe. Wie man das dann sozusagen weitermachen könnte. Könnt ihr mir gerne mal so ein paar Tipps reinschreiben. Vielleicht habt ihr das ja auch schon woanders gesehen. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, das ist jetzt mein drittes Jahr auf YouTube, aber ich bin so Hobby-YouTuber, wie es nur geht, weil ich bin auch ganz ehrlich, warte mal, den sollte ich mal so abstellen, weil er von hier aus mit dem anderen dann sozusagen darauf fahren kann, wa? Ich bin so Hobby-YouTuber, wie es geht, weil ich mich auch mit den ganzen, ich müsste eigentlich mehr über Insta und TikTok habe ich nicht mal irgendwelche Dinge dann noch machen und ja, aber mache ich halt nicht so, weißt du, ich meine, also das ist halt das Problem, ich bin da einfach, glaube ich, nicht so geeignet dafür, weil ich finde, da habe ich die Zeit einfach nicht dafür, wo soll ich dann die noch herholen, wenn du schon mit den Kindern das machst und was auch immer ich jetzt hier gerade mache, keine Ahnung, dann ist es halt immer ein bisschen schwieriger. Immer ein bisschen schwieriger. Jetzt versuche ich gerade das. Ich krieg den immer nie so irgendwie. Jetzt hänge ich, jetzt ist bei mir wieder so hat. Er ist wieder so cut drin. Ich hasse das. Ich weiß nicht warum, aber als ich im Dings gefahren bin, klappte das alles besser. Ich fahre wieder auf der anderen Ansicht, glaube ich dann. Aber dann fehlt mir dieses Zurückschauen mit den Spiegeln ein bisschen. So. Einfach zart und gemächlich. Di-di-di-di. So, bisschen ausfahren. Bahnmodus. Achterhaltung. Ziegel. War ja Ziegel, ne? Genau, waren ja Ziegel, zwei Stück. So. So. Mal, der wieso noch nicht, wie er sich drehen will, wa? Kann man das nicht beschleunigen? Das ist ja egal, wir kriegen das schon rein. Das ist so der reine Abschluss jetzt. Dann haben wir die Vorbereitung gemacht. Dann ziehen wir das Fahrzeug dann einmal hoch. Und dann passt das schon. So, dann machen wir jetzt hier C-Frachtverwaltung, Ziegel. Das waren doch Ziegel, ne? Michigan-Rennen. Ach nee, ein neues Heim. Ziegel. Ja, haben wir. Passt, wackelt und hat los. Ey, Maus. Danke. Hier ist was senken. Das war heben. Das war heben.
Das war eben. Wie lange noch weitermacht, obwohl ich schon längst nicht mehr gedrückt habe. So. So. Das müsste ja jetzt passen. Wacht verladen. Arm wieder herstellen. Warte mal. So biege ich so. So biege ich so. Ne, warte mal, warte mal. Er muss ja von da nach da. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich falsch berechnet. Ich muss den ja so reinsetzen. Jetzt, wenn ich irgendwo einen Knotenpunkt, den er einfach mal langziehen kann. Danke. Falsche Taste gedrückt. So. So. Ja, manchmal sieht es ein bisschen doof aus, was ich hier mache, aber wie gesagt, jetzt muss ich kurz gucken. Also ich will den ja nach dorthin. So. Biege ich den da wieder rein? Biege ich damit herum? Dann ziehe ich den gerade. Oder warte mal. Gleichzeitig kann ich den doch aber auch hier ziehen, ne? Einfach ein paar Vorbereitungen machen. So, wenn er dann nämlich kommt, kann er hier flupp sich andocken und das Ding dann gleich mitnehmen. So, und dann können wir den hier erstmal abstellen und dann sind wir fertig, meine Damen und Herren. Dann haben wir das erledigt. Also wir haben ein bisschen Vorbereitung gemacht, haben ihn schon mal hingestellt, den jetzt sozusagen hier herausgeholt und konnten ein bisschen Zielzeigen machen, haben uns noch die Quest angeguckt in den Michigan-Rennen. Er braucht dann nur herkommen, kann sich die Ware raufnehmen, also fährt nur runter, flupp, dockt an, macht die Quest. Ich glaube, ich fahre hier unten lang. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, ob das wirklich sinnvoll ist, aber ich würde mir das hier unten lang fahren. Ich glaube, das ist die schnellste Route, weil der Rest ist alles so, naja, weil von hier sind, ja klar, sonst wäre das die schnellste, aber von hier aus, die Route da unten, da rein, bumm, fertig. Das wäre jetzt so mein Weg, den ich fahren würde. Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Komm, hier ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dort werden wir dann auf jeden Fall versuchen, das Michigan-Rennen zu machen und ein neues Heim zu machen. Das sind auf jeden Fall die beiden Dinge, die wir jetzt versuchen hinzukriegen. Hier Michigan-Rennen, da werden wir dann mit dem Lodi dann machen. Vielleicht fahre ich mit Lodi und Dings Arzov hier runter oder ich setze den Lodi hier unten schon irgendwie ab. Warte mal, der Lodi kann doch auch von hier aus langfahren. Das müsste funktionieren. Die Strecke konnte er, glaube ich, fahren. Genau. Schauen wir mal. Kommt Zeit, kommt Rat. Ihr kennt es ja. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wie ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.